Camp Ashraf ist kein Camp, sondern es war eine Stadt. Und das ist ein Unterschied mit einem funktionierenden Gemeinwesen und wo die Leute ihr Leben organisieren konnten, auch unter Gefahren. Aber um Camp Ashraf oder Ashraf City, wie ich das immer nenne, anzugreifen, mussten Angreifer zumindest ihr Gesicht zeigen. So wie im April, Juli 2011 das ja auch geschehen ist. Da wusste man ganz genau, wer die Täter sind, wer die Angreifer sind, weil die konnten sich nicht verstecken. Und dieser Prozess von Ashraf nach Liberty zeigt, wohin der Weg gehen soll. Die Leute, die Menschen immer mehr zu gefährden, immer unsicherer unterzubringen, mittlerweile in einem wirklich zusammengefärchten Lager, 3200 Leute, die dort leben, auf engstem Raum, unter schlimmen humanitären Bedingungen. Die Lage der Menschen so hat sich dort schon verschlechtert. Man hat, und das hat man ja im Film auch gesehen, alle Sicherheitsbarrieren auch abgebaut. Also es ist schon höchst merkwürdig, da zuzugucken. Mittlerweile, und das kann man dort machen, mit Blechhütten über Raketenangriffe dieses Camp zu bombardieren, das ist ein leichtes, dort viele, viele Opfer innerhalb von kürzester Zeit zu produzieren. Das weiß man, das wurde auch im Vorfeld, konnte man da schon erahnen. Jetzt brauchen die Täter nicht mal mehr Gesicht zeigen. Man kann das hin und her schieben, die Verantwortung, auch für Hezbollah oder ähnliche. Also der Irak muss nicht mal mehr Gesicht zeigen für das Tun und Handeln seines Militärs. Man kann es nur erahnen, weil wenn mehr als 40 Raketen ihr Ziel in ein so kleines Gebiet, also wirklich auch nicht verfehlen, denn es sind ja keine Raketen außerhalb des Camps runtergegangen, dann ist da schon militärisches Know-how hinter, das kann man so sagen. Also Herr Verheugen hat es gesagt, 3200 Menschen, das könnte die Bundesregierung leicht organisieren, sie hier aufzunehmen. Und wir haben hier auch die Möglichkeiten, sie schnellstmöglich zu integrieren und aufzunehmen. Und ich glaube auch, dass man eine Lösung für Liberty im Ganzen organisieren muss, weil jede Gruppe, die dort weggeht, A, man zersprengt die Gesamtgruppe, aber jede Gruppe, die da weggeht, gefährdet die Zurückgebliebenen in Liberty umso mehr. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und das erklärte Ziel der iranischen Regierung ist, diese Menschen dort zu vernichten, um das ganz klar zu sagen. Weil, warum? Diese Menschen sind Symbol für den iranischen Widerstand, für Demokratisierung im Iran.